Irgendwo abseits der Hauptstraßen, irgendwo in den tiefen Wäldern Massachusetts, wo sich der Miskatonic River zwischen Bäumen verliert, die niemals enden und man tagelang herumwandern könnte, ohne irgendetwas oder irgendjemanden zu finden. Dort schlängelt sich eine schmale Straße in Richtung der untergehenden Sonne. Kein Mensch hat diese Straße betreten, seit die Sonne am Morgen über dem Himmel erschien. Nun steht sie tief und taucht die Wipfel der Bäume in feuriges Orange. Eine einsame Gestalt wandert über die Straße, hält sich die Hand schützend vors Gesicht, bis der Schatten der Bäume sie vom Licht der untergehenden Sonne abschirmt. Mit jedem Schritt wiegt ihr Rucksack schwerer. Ihre Schuhe sind voller Schlamm und abgestorbener Blätter. Sie ist seit Stunden unterwegs und ihre Füße schmerzen. Sie strafft sich, als das glühende Orange auf ein einfaches hölzernes Schild fällt, das einsam und schief am Rande der Straße steht. Sie nimmt den Rucksack von den Schultern und zieht einen zerknitterten Brief daraus hervor. Sie liest ihn, obwohl sie ihn schon so viele Male gelesen hatte. Sie liest ihn, obwohl sie den Namen der Stadt nur zu gut kennt. Sie lächelt, als ihr Blick wieder zu dem Schild gleitet. Willkommen, steht darauf geschrieben, in Gavalon. Und willkommen bei den Alrics. Wir spielen heute das nächste Abenteuer aus dem Band The Things We Leave Behind von Stygian Fox. Alle, die es verpasst haben, wir haben schon mal ein Abenteuer, ein Szenario aus diesem Buch gespielt. Es hieß Ladybug, Ladybug, Fly Away Home. Und wenn ihr das Video dazu noch nicht gesehen habt, solltet ihr das unbedingt nachholen, bevor ihr euch in dieses hier stürzt. Denn es spielt etwa ein Jahr danach und wird von den gleichen Investigatoren bestritten werden. Aus diesem Grund werden wir hier jetzt auch nicht nochmal eine große Vorstellungsrunde machen, da ihr das ja im ersten Video von Ladybug sehen könnt. Ein wichtiger, sehr wichtiger Punkt noch für uns. Wir wollen uns bei euch für die vielen Spenden bedanken, die wir erhalten haben. Ihr seht hier das Ergebnis davon. Einer von uns drei hat das neue Mikro, das brandneue Funkmikro, das wir uns nur wegen euren Spenden leisten konnten. Vielen, vielen Dank dafür. Da wir gerade von unseren Investigatoren gesprochen haben, mit dabei sind wie beim letzten Mal die Nikki mit Claire Thompson, der Podrick mit Sheriff Tobias Porter, die Marina mit Dr. Florence Miller und der Mario mit Agent Eric Hunter. Mein Name ist Alex und ich mache wie immer die Spielleitung. Noch ein kurzer Hinweis, der Band The Things We Leave Behind ist in Englisch. Auf Deutsch gibt es diesen Band meines Wissens bisher noch nicht. Ihr könnt euch das, wenn ihr das selbst spielen wollt, auf DriveThruRPG runterladen. Und der Band richtet sich ausdrücklich an Mature Gamers. Wir spielen heute daraus das Szenario Roots von Simon Brake. Und wir spielen diesmal sehr Cthulhu-getreu im Tal des Miskatonic River in Massachusetts. Also Roots wie Wurzeln. Ganz genau, wie Wurzeln. Wurzeln. Roots nimmt seinen Anfang in suburban Cleveland, geht dann nach Arkham, das im Essex County in Massachusetts liegt, und von Arkham aus weiter ins Innere des Miskatonic-Tals. Weiter möchte ich auf die Handlung hier noch nicht eingehen. Ich denke, es wird sehr schnell klar werden, worum es geht. Daher halten wir uns jetzt nicht mehr weiter auf und wünschen euch viel Spaß. Suburban Cleveland, Ohio, Montag, 8. Juli 1985, 10 Uhr morgens. Claire Thompson ist auf dem Weg in Sheriff Porters Büro. Es war alles so schnell gegangen, bisher blieb ihr keine Zeit für Nervosität, doch nun, da sie vor der schweren Eichentür steht, wird ihr flau im Magen. Karen Fillman war der erste Fall, den sie übernommen hat, ein Fall, der ihr am Herzen lag und immer noch liegt. In 3 Wochen ist Karens 18. Geburtstag. Heute, in den frühen Morgenstunden, ist sie verschwunden. Zurück blieben aufgelöste Eltern, die Claire Thompson um Hilfe gebeten haben. Sie hebt nun also die Hand und klopft an Sheriff Porters Tür. Du hörst ein Klopfen. Herein! Sheriff! Sheriff Porter!
Karen ist verschwunden. Claire. Karen Filmen. Die Tochter von den Filmens. Können Sie sich... Jetzt beruhigen Sie sich mal, Miss Thompson. Setzen Sie sich. Wollen Sie einen Kaffee? Nein, Sheriff, wir haben keine Zeit. Ich nippe an meinen Kaffee. Karen ist verschwunden. Und es ist heute Morgen passiert. Sie ist heute Morgen verschwunden. Ich weiß, normalerweise gehen diese Meldungen erst 24 Stunden später aus, aber Sie wissen, wir beide wissen, dass nach 24 Stunden, die finden wir nicht mehr. Wir müssen jetzt handeln. Bitte, bitte helfen Sie. Bitte, ich hab bereits mit wie hieß dieser Agent nochmal? Hunter. Meinen Sie Hunter? Ja. Können Sie sich erinnern? Natürlich, natürlich. Ich habe ihn angerufen, weil, sie ist in der Nähe von Arkham verschwunden. Das ist in Massachusetts. Ja, ich kenne sonst niemand anderen. Ja, aber das ist außerhalb meiner Zuständigkeit, was... Ja, nein, ja. Jetzt, was genau ist passiert? Nun, sie ist mit einer Freundin nach Arkham gereist, weil sie sich die Universität anschauen wollte. Also angesehen hat, so viel ich weiß. Und sie wollten dann direkt von Arkham weg zu einem Campen. Und dort haben sie die Nacht verbracht und heute Morgen hat mich Mary, die Mutter, angerufen, weil die Freundin, mit der sie unterwegs war, gesagt hat, sie ist verschwunden. Ist heute Morgen verschwunden. Und Karen... Wurde die Polizei schon verständigt? Nein, das können sie erst... Ich informiere sie gerade. Aber offiziell geht das ja erst nach 24 Stunden, können wir die Vermisstenanzeige ausgeben. Das stimmt. Ja, Miss Thompson, da sind mir die eigentlich die Hände gebunden. Da kann ich offiziell nichts machen. Na, dann helfen Sie inoffiziell, bitte. Aber Sie wissen genau, die Filmens würden sonst morgen zu Ihnen kommen und dann ist es sowieso Ihre Sache. Ja, aber wissen wir ganz genau, dass da irgendwas... Ja, sowas würde Karen nie machen. Karen würde niemals verschwinden und sie hat auch überhaupt nichts angedeutet, dass sie irgendwo hin ist. Also wollte sie... Ihre Koffer und alles ist noch da. Sie hat nur ihre Tasche und ihren Mantel mitgenommen. Das Laurie ist komplett aufgelöst. Laurie ist die Freundin, mit der sie unterwegs war. Und Mary genauso. Karen würde so etwas nicht machen. Irgendwas ist da. Irgendwas stimmt dort nicht. Ja, aber wieso melden sie sich dann bei Ihnen und nicht bei der Polizei oder irgendwo sonst oder bei den Park Rangers oder na, sonst? Na, weil die Vermisstenanzeige ja immer erst, man muss ja immer 24 Stunden warten, bevor irgendetwas passiert. Aber das ist zu spät, bis irgendjemand von uns in Boston ist. Wenn sie entführt wurde... Ja, Arkham, das ist ganz schön weit weg eigentlich. Das ist an der Ostküste. Ja, wir müssen hin. Ich habe Hunter schon informiert. Der Agent wartet auf uns. Gott verdammt. Thompson, muss da wirklich ein FBI-Agent dabei sein? Ich kenne sonst niemanden, der uns helfen kann. Und das ist nun mal... Es ist staatenübergreifend. Ich hatte keine andere Idee. Er hat zugesichert, uns zu helfen. Ja, es klingt, als würde das wirklich dir wirklich sehr nahe gehen. Ich kenne sie, die Kleine, seit sie ein Baby ist. Also eigentlich seit sie 5 Jahre alt ist, aber der Fall... Nun, die Kleine wurde adoptiert und meine Vorgängerin, die mittlerweile in Pension ist, hat sie halt die ersten Jahre betreut. Hm. Und seit Karen 5 Jahre alt ist, besuche ich sie jedes Jahr. Und wir sind alle ziemlich gut befreundet und ich habe ihnen immer geholfen, wenn irgendetwas war. Und ich kenne sie schon so lange und sowas würde sie nicht machen. Da stimmt irgendetwas nicht. Ich würde jetzt nicht hier stehen, wenn ich mir nicht Sorgen machen würde. Wenn wir bis morgen warten, bis wir dann in Boston angekommen sind, also dann, ich glaube, dann der nächste Flughafen in der Nähe von Arkham ist Boston. Bis wir in Arkham angekommen sind und irgendwas herausgefunden haben, ist, wer weiß, was passiert. Ja, das stimmt. Irgendetwas stimmt hier nicht. Ich hoffe, es geht dir gut, aber ich habe kein gutes Gefühl. Ja, gut. Hunter erwartet uns schon. Wirklich? Der ist schon vor Ort? Er hat zugesichert, dass wir uns in Arkham treffen. Okay. Er war wohl in der Gegend. Ja, ich denke, ich habe noch ein paar Urlaubstage offen und denke, Landers kann den Laden schmeißen. Na gut, okay. Vielen Dank. Ich packe noch meine Sachen und dann... Vielen Dank, Walter. Wir treffen uns am Flughafen. Es bedeutet mir wirklich sehr viel, dass Sie helfen. Ist gut, Thompson. Ist gut. Ja, dann unterweise ich Deputy Landers, dass ich für einige Tage weg muss, privat, und fahre dann heim und packe meine Sachen. Das bedeutet, Deputy Marvin Landers ist nun Sheriff Landers.
Jawohl. Für ein paar Tage. Ja, genau. Okay. Ja. Du packst deine Sachen und sobald als möglich macht ihr euch auf den Weg zum Flughafen. Was für eine Jahreszeit haben wir? Ist es kalt? Brauche ich schon Wintersachen? Juli. Es ist Juli. Es ist Juli, okay. Ja. Okay. Also es ist Juli. Juli des nächsten Jahres. Ganz genau, ganz genau. Okay, ja. 1985. 1985. Ja, Cleveland hat einen Flughafen und ihr macht euch auf den Weg zum Flughafen und ja, nehmt einen Flug und fliegt los. Nach Boston. Nach Boston. Montag, 8. Juli 1985, 18 Uhr. Der Flug nach Boston verlief recht ruhig. In Boston angekommen, musstet ihr euch einen Mietwagen besorgen, um die Strecke nach Arkham schnellstmöglich in Angriff nehmen zu können. Was nicht heißt, dass alles reibungslos verlaufen ist. Euer Flug ging um 13 Uhr von Cleveland nach Boston. Um 14.35 Uhr seid ihr in Boston gelandet. Der Weg nach Arkham war länger als gedacht, die Straßen schlecht ausgeschildert und so ist es bereits 18 Uhr, als ihr endlich im Starkweather & Moore Motel in Arkham eintrifft. Ihr habt den Motor eures Wagens noch nicht abgestellt, als Agent Hunter bereits aus einem der Zimmer kommt und mit schnellen Schritten auf euch zuhält. Ich darf noch ganz kurz erwähnen, das Motel ist hier unten. Seht ihr das? Ja, okay. Ganz neben genau. Dem Nordstern. Ganz genau. Ja. Da unten seid ihr. Gut. Und das Motel ist ebenfalls, es ist zweistöckig, so wie ein L angerichtet, hat einen großen Parkplatz. Also man sieht von den Zimmern aus, sieht man immer auf den Parkplatz. Mhm. Okay, ich steige aus. Ah! Welchen Hunter? Hunter? Miss Thompson! Ich hätte gehofft, sie nie wieder zu sehen. Allerdings ich verstehe. Bin ich sehr froh, dass sie gesagt haben zu helfen. Ja, selbstverständlich. Ich habe gerade keinen Auftrag und meine Stellung erlaubt mir ein bisschen Freiraum. Da habe ich mich dieser Sache gewidmet. Sheriff, nicht im Dienst? Nein, das ist nicht meine Jurisdiction, wie man so sagt. Oh. Auf jeden Fall werden Sie uns sehr behilflich sein, Sheriff. Ja, ich hoffe, dass ich etwas tun kann bei dieser Sache. Also wenn wir uns direkt irgendwohin aufmachen wollen, Lori und Karen haben im bei dem Breakfast hier in der Nähe geschlafen. Sie waren 3 Tage hier. Ich weiß nicht, ob wir hier etwas finden oder ob wir eigentlich direkt ins Tal fahren sollten, Richtung Campingplatz. Nein, das B&B ist eine gute Anlaufstelle. Brauchen Sie noch irgendetwas, sonst machen wir uns auf den Weg. Ja, der Flug war ein bisschen, die Herfahrt war ein bisschen holprig und der Flug war auch kräftezehrend, aber ich denke, jede Minute zählt, also sollten wir gleich los. Sie können im B&B sicher etwas essen. Ja, dann machen wir uns auf zum letztbekannten Ort. Das bei dem Breakfast Inn ist in der Sherman P. Buddy Avenue Nummer 312. Und da fahren wir jetzt hin. Das ist hier. Das ist die Sherman P. Buddy Avenue und es ist hier unten. Mhm. Dritte Straße von unten, okay. Mhm. Ganz genau. Es ist ein altes Gebäude schon, wirkt nicht wirklich baufällig, aber knapp davor. Mhm. Und ja, ist eigentlich nur durch die Beschilderung überhaupt als Bed and Breakfast zu erkennen. Ihr geht hinein, paar Stufen führen hinauf. Die Eingangshalle ist ungefähr Wohnzimmer groß, ein alter sehr wuchtiger Schreibtisch steht dort, das Holz ist wurmstichig. Dahinter steht eine Frau, die fast 60 sein könnte. Und euch freundlich anlächelt. Guten Tag, Ma'am. Guten Abend, Ma'am. Guten Abend. Sie wollen ein Zimmer, nehme ich an? Nein, hören Sie, ich bin Agent Eric Hunter vom FBI. Oh, das FBI? Was haben wir denn falsch gemacht? Ach, erschrecken Sie sich nicht. Wir sind auf der Suche nach einer Karen Filman. Haben Sie diesen Namen in letzter Zeit gehört? Sollte ich? Sie war mit einer Laurie Hall und Loretta Hall, ganz genau. Tut mir leid, ich habe ein furchtbar schlechtes Namensgedächtnis. Es waren 2 Mädchen, beide 17. Sie sind 3 Tage hier geblieben. Sie müssten gestern oder vorgestern abgereist sein. Ja, doch. Ja, ich erinnere mich an die beiden, ja. Ist irgendetwas aufgefallen? Waren sie in Eile oder waren sie
übermüdet in Hetz oder irgendwas? Ich muss gestehen, ich habe nicht... war nicht sehr aufmerksam, aber lassen Sie mich kurz nachsehen. Sie kramt ein Buch daraus hervor und schlägt nach. Also, wie heißen die beiden, sagten Sie? Karen Filman und Loretta Hall. Ja, sind hier eingetragen. Also, sie sind am Donnerstag, am 4. Juli um 17.30 Uhr hier abgestiegen und sie hatten das Zimmer bis Sonntag, den 7. Juli bis 8 Uhr morgens. Und da sind sie auch abgereist? Ja, sie sind gleich darauf abgereist, ja. Mhm. Welchen haben wir jetzt? Den 8. Der Montag. Also gestern. Ja. Gestern früh sind sie abgereist. Ist Ihnen irgendwas aufgefallen bei den Zimmern, als Sie sie zusammengeräumt haben? Ich habe das Zimmer ehrlich gesagt noch nicht sauber gemacht. Oh. Es ist noch nicht wieder ausgezeichnet. Können wir uns das mal ansehen? Ja, ich sehe keinen Grund, warum das nicht gehen sollte. Sie kramt noch ein paar Schlüsseln und händigt euch dann schließlich einen aus. Ja, es ist Zimmer 12. Sie müssen hier die Treppe hinauf, dann nach links, dann kommen Sie in einen kleinen Korridor, den durchqueren Sie und dann nochmal nach rechts die vierte Tür. Danke, Ma'am. Danke, Ma'am. Na, ich hoffe, ich konnte helfen. Vielen Dank. Wahnsinn. Geht ihr die knarrenden, engen Treppenstufen durch das verschachtelte Gebäude nach oben und kommt Zimmer 12 an. Die Tür schwenkt nach innen und vor euch liegt ein zwielichtiger Raum, dicke, schwere Stoffvorhänge schließen das Licht aus. Ansonsten ist es aber sauber. Eingerichtet ist es auch sehr alt, überall diese wuchtigen, wurmstichigen Möbel, aber durchaus mit Charme. Also könnte man aushalten für ein paar Tage. Sheriff, Sie wissen, wie man vorgeht. Natürlich. Nicht alles übermäßig anfassen, Miss Thompson. Natürlich. Ich sondiere den Raum. Ich hoffe, wir finden irgendetwas. Teilen wir uns die Räume auf vielleicht. Spurensuche. Kannst du würfeln, ja. Nur mal so eine oberflächliche Sache. Also ich suche noch nichts, etwas, was mir ins Auge fällt. Halt. Okay. Und das werde ich dann genauer untersuchen. Gleichfalls, aber ich denke, ich werde eher mal das Bad durchsuchen, wenn er den Hauptraum macht. Ja, also mal der Hauptraum. Ich stehe so in den Raum und... Ja. Es gibt einen Schrank, der ist komplett leer, wie man es kennt bei Motels. Es gibt eine Kommode, die ist leer bis auf eine alte Bibel. Und ein Bett für zwei Personen. Ich blättere mal durch die Bibel. Man, jedes Hotel hat ja eine Bibel. Du kannst eine Probe auf Verborgenes erkennen machen. Oh. 100! Ja, es ist eine Bibel. Ist das überhaupt Englisch? Die Bibel zerfällt zu Staub. Ja, nein, das nicht. Das nicht. Ich blättere so durch. Wechsel wieder zurück. Bibel. Ganz normal. Ist der Stempel von diesem Inn drin? Fast jede Bibel in jedem Ding hat so einen Stempel. Man kennt du hättest ihn nicht gesehen. Ja, okay. Warum sonst siehst du nichts? Agent Hunter. Ja, ich möchte mir das Bad vornehmen. Das Badezimmer ist komplett gefliest. Mit so grau-weißen Fliesen. Mhm. Es ist sauber, aber auch sehr alt. Und am Boden liegen Handtücher. Mhm. Es liegt ein kleiner Teppich in der Mitte. Ansonsten ist dort auch nichts mehr drin. Man sieht nur anhand der Wasserspritze und so in den Waschbecken und in der Dusche und so weiter, dass da jemand war. Mhm. Aber das okay. Ist es eigentlich. Ich würde gerne sicherstellen, dass sich die zwei nicht irgendwie mit Alkohol betrunken haben und dadurch vielleicht Karen dann im Wald verloren gegangen ist oder so. Finde ich da irgendwelche Anzeichen drauf? Mach mal eine Probe auf Spurensuche. Mhm. Nur damit ich es weiß, gilt das jetzt nur fürs Bad oder für das ganze Zimmer? Also beim Hineingehen in das Zimmer habe ich natürlich gleich mal gerochen, aber da ich gesehen habe, dass ich eher... Das Zimmer ist nur dieses große Zimmer mit einem Bad, mehr ist es nicht. Also da er sich das große Zimmer vornimmt, habe ich das Bad untersucht, aber beim Hineingehen habe ich schon mal versucht zu riechen. Das habe ich dann zwar nicht gesagt, aber ich sage es ja jetzt. Verborgenes Erkennen war das? Oder Spurensuche? Spurensuche. Kannst du die aussuchen? Du müsstest mir nur beschreiben, was du genau tust, wo du nachsiehst und so.
im Bad ist natürlich nicht der beste Anlaufpunkt, um nach Alkohol zu suchen. Das ist mir bewusst. Aber, ja, Bad macht eigentlich nicht viel Sinn. Mistkübel, ja. Die Mülleimer. Eventuell wurde irgendwas unter einem Kasterl oder irgendeinem Schrank. Schwangerschaftstest, nein. Eventuell wurde unter irgendeinem Schrank irgendwas vergessen oder zurückgelassen. Okay. Also, ja, ich schaue einfach mal. Ich verstehe, worauf du deswegen hinaus willst. Suche ich nach. Nicht nach Spuren. Naja, ich nehme Verborgenes erkennen erst einmal. Okay. Wohl. Eigentlich wäre Spurensuche. Ja, nehmen wir Spurensuche, das macht mehr Sinn. 66 ist geschafft. Normaler Erfolg. Okay. Unter dem Schrank ist nichts. Der Papierkorb enthält auch nicht wirklich etwas Besonderes. Ganz normaler Müll. Ein paar Verpackungen von Essen, was man sich halt so besorgen kann. Und Taschentücher. Überhaupt nichts. Nichts Auffälliges. Okay. Aber kein Alkohol oder Suchtmittel oder so? Kein Alkohol. Das Bett ist sehr unordentlich. Mhm. Vor allem die Ritzen, wo die Leintücher hineingesteckt sind, sind ziemlich unordentlich. Und hast du einen regulären Erfolg? Mhm. Du findest auch etwas in einer dieser Bettritzen. Also zwischen Matratze und Bettgestell. Ganz genau. Mhm. Findest du einen Brief? Ein Zettel. Bingo. Wieso ist dir das nicht aufgefallen? Hunter. Magst du ihn vorlesen? Was haben Sie da? Einen Brief. Spitzen Sie mal die Ohren. Karen, du musst denken, dass ich dich im Stich gelassen habe und du hast in gewisser Weise recht. Ich war nicht in der Lage, ein Kind aufzuziehen und würde dir gerne sagen, warum. Ich möchte dich sehen. Es wäre mir ein Herzenswunsch zu wissen, was aus dir geworden ist. Ich werde dir wieder schreiben, Joy. Miss Thompson, wissen Sie, ob diese Joy eventuell mit Karen verwandt ist, ihre leibliche Mutter ist? Ja, so etwas erfahre ich nicht, aber möglich ist das so raus. Was halten Sie davon? Sie sich jetzt kurz vor dem 18. Geburtstag meldet. Dieser Brief könnte ein Grund sein, warum die beiden hierher gefahren sind. Könnte eigentlich ein Grund sein, warum Karen verschwunden ist. Sie könnte sich selbstständig machen. Miss Thompson, hast du ein Talent, das Wissen über den Ablauf eines Adoptionsprozesses und so etwas beinhaltet? So Rechtswissenschaften oder so etwas? Zum Beispiel. Ich meine, du kannst auch von mir aus deinen Psychologiewert nehmen. Das gehört ja in deine Arbeit. Also nimm den Wert dazu und mach eine Probe. Psychologie. Ja. Geschafft. Okay. Die Karens Adoption war eine geschlossene Adoption. Das bedeutet, niemand weiß, wer Karens leibliche Mutter war. Auch das Amt dort selbst weiß es nicht. Und du weißt außerdem, dass wenn sich der betreffende Eltern, also die Mutter, dann dort meldet bei dem Amt, dürfen die keine Auskunft geben über das Kind. Okay. Ganz erklären kann ich mir diesen Brief nicht, denn eigentlich weiß offiziell niemand, wer die Mutter ist. Und die Mutter, selbst wenn sie sich melden würde und nach dem Kind fragt, kommt sie keine Auskunft. Ist eine Briefmarke auf dem Brief? Oder ist nur der Zettel in einem Zettel vielleicht? Nur der, also es ist, der Umschlag ist nicht dabei. Okay. Man merkt, der Zettel ist schon öfter gelesen worden und herumgetragen, öfter gefaltet worden. Aber er ist gefaltet wie ein Brief. Ja. Drittel. Nein, okay. Das nicht. Der ist einfach einmal in der Mitte gefaltet. Oh, okay. Sheriff, es könnte sein, dass der Umschlag hier irgendwo ist, falls sie ihn mitgenommen hat. Ansonsten. Im Mülleimer. Nein. Ich schaue nochmal genau. Okay. Sehr interessant. Also, soweit ich weiß, sind die beiden ja hierher gekommen, weil sie sich die Universität anschauen wollen, weil sie beide überlegt haben, an der Miskatonic University zu inskribieren. Und danach sind sie eben auf den Campingplatz gefahren. Aber wenn Karen jetzt wirklich wegen dieser Joy hergekommen ist, dann hätte sie das doch Laurie erzählt. Das könnte der Grund sein. Nun, eventuell hat sie es vor Laurie geheim gehalten. Die beiden sind beste Freundinnen. Könnte ein Grund sein, warum sie nach Dunwich gefahren sind. Wo ist Laurie nochmal genau? War die Laurie? Ist sie auch verschwunden? Nein, oder? Nein, Laurie, okay. Laurie hat Karens Mutter angerufen. Okay, genau, sie ist vom Campingplatz. Ja, genau, so war das. Sie hat vom Campingplatz aus angerufen. Ja, dann sage ich einfach, dass ich denke, dass die nächste Anlaufstelle eigentlich Laurie ist und ob sie uns genau
was sagen kann, was passiert ist. Ich möchte nochmal mit der Dame an der Rezeption sprechen. Kannst du jederzeit, magst du runtergehen? Ja. Ich denke, wir sind hier fertig. Ich habe nichts mehr entdeckt, Mr. Hunter. Während Miss Thompson mit der Rezeptionistin redet, will ich dieses Thema nochmal auf den Kopf stellen. Okay. Special Tactics, verstehe ich. Kann ein kleiner Sheriff aus welchem Grund? Einfach better safe than sorry. Ja, ich will einfach nichts übersehen. Okay, dann mach eine Probe auf Spurensuche. Wäre ich ein FBI-Agent, ich würde auch nicht so einem kleinen Provinz-Sheriff vertrauen, dass ihr wirklich alle... Das tue ich aber. Auf Nummer sicher. Allerdings. Ja, ich würde es nicht. 67, wieder ein normaler Erfolg. Wieder ein normaler Erfolg. Du findest eigentlich nichts mehr. Gut. Ich bin beruhigt. Gehe auch noch. Okay, ich mit, ne? Kann nichts machen. Als die beiden hier waren, haben sie zufällig... Waren sie zufällig in Begleitung, die beiden? War vielleicht eine erwachsene Frau oder ein Mann bei ihnen? Nein, es waren zwei Mädchen um die 17. Eine hatte einen leuchtend roten Mantel. Da habe ich mich dran erinnert, weil das sehr auffällig war. Ja, nein, die waren immer allein. Aber sie sagten mir auch, dass sie waren an der Universität einen Tag und haben sich dort informiert. Wann war das? Oh, es Freitag, ja. Können Sie die beiden Mädchen beschreiben? Nicht mehr, als ich es gerade getan habe. Tut mir leid, ich... Sie wissen also nicht, welche... Wir haben mehr Gäste, glücklicherweise mehr Gäste, als es aussieht und... Lori hat gesagt, dass Karen mit ihrer Tasche und ihrem roten Mantel gegangen ist. Also die mit dem roten Mantel war dann Karen. Gut. Haben Sie zufällig einen Brief bekommen hierher? Nein, wir nehmen eigentlich keine Post entgegen für unsere Gäste. Okay. Das ist eigentlich noch nie vorgekommen. Haben die beiden erzählt, wo sie nachher hinwollen? Oder mehr, als dass sie die Universität besucht haben? Nein. Das haben sie nicht gesagt. Okay. Wollen wir also zur Universität fahren oder dort anrufen? Da können wir auch anrufen. Aber wir sollten... Unsere lichtseitige Spur ist eigentlich Lori, dass wir sie befragen. Ja, dann müssen wir zum Campingplatz. Und auf dem Weg ist sicher irgendwo ein Windsprecher oder so, da können wir dann die Universität anrufen und uns da erkundigen, was am Freitag los war. Gut, einfach schon auf zum Campingplatz. Aber sie waren drei Tage da und sie haben sich nur einen Tag der Universität angesehen. Was sie wohl die anderen beiden Tage gemacht haben. Party. Ja. Dann werden wir nachgehen. Okay, was tut ihr? An der Universität anrufen. Wahrscheinlich noch bevor wir dorthin fahren. Ja, falls sie doch irgendwelche Hinweise haben, dann können wir zur Universität fahren. Stimmt. Mr. Hunter hat sicher die Befugnis, dort Informationen einzuholen. Hatte, das ergibt allerdings nichts. Die Dame, mit der du dort telefonierst, weiß nichts von... Also haben sich die beiden nicht eingeschrieben? Nein, das war aber auch nie das Ziel. Ach so, okay. Wir könnten vielleicht noch erfragen, was man so macht, wenn man sich zum ersten Mal die Universität ansieht. Vielleicht gibt es dort irgendwelche Guides oder so, die beiden rumgeführt haben, die wir befragen könnten. Nach welchen Hinweisen? Wir wissen, dass sie aus dem Campingplatz verschwunden ist. Ich denke nicht, dass das eine Goldader ist. Naja, wer weiß, vielleicht haben sie sich mit irgendjemandem unterhalten, gesagt, wo sie hinfahren und halt mit der falschen Person unterhalten. Das müsste uns Loretta sagen können. Vielleicht kann sie uns auch etwas über diese Joy sagen. Ja, möglich. Möglich. Quetschen wir sie aus. Sollen wir direkt zum Campingplatz fahren? Ja. Okay. Zu welchem Campingplatz? Der Lost Woods Campsite. Okay. Lost Woods Campsite. Und habt ihr denn eine Karte? Wisst ihr denn, wo der ist? Wir fragen uns durch. In den verlorenen Wäldern. Okay, ja, gut, dann können wir. Dann fragt mal. Wir können ein Touristenbüro anrufen. Genau, so. Im Rathaus von Arkham wird es hier ein Touristenbüro geben. Da frage ich nach den Lost Woods. Es ist jetzt ungefähr 19 Uhr, 19.30 Uhr. Alles geschlossen. Diese Bürokraten.
Der Infopoint des Campingplatzes soll rund um die Uhr besetzt sein. Warum klingen wir nicht dort an? Ja. Wo ist der Campingplatz? Oder wir fragen nochmal im Inn nach. Die haben normalerweise Broschüren von allen möglichen interessanten oder weniger interessanten Dingen. Ich gehe zur nächsten Telefonzelle und schaue in den gelben Seiten nach. Hm. Machen einen Glückswurf. Mein Glück ist auf 65, das sollte doch möglich sein. 62, gerade so, ja. Okay. Ja, The Lost Woods Campsite steht tatsächlich dort drin. Hm? Du kannst durchklingeln und es meldet sich eine Frauenstimme, den Namen Emily Dorman, was kann ich für Sie tun? Guten Abend, mein Name ist Agent Eric Hunter vom FBI. Ich möchte in der laufenden Ermittlung zum Verschwinden von Karen Fillman den Ort besichtigen. Können Sie mir meine Anfahrt beschreiben? Oh, Sie sind das. Das ging aber schnell. Ja, keine Zeit zu verlieren, nicht wahr? Natürlich. Verlassen Sie Arkham in Richtung Dunwich. Es ist eine... Ich denke, der Bus fährt immer 2 Stunden. Wir haben ein eigenes. Ja, dann schaffen Sie es vielleicht schneller, vielleicht auch nicht. Die Straßen sind nicht die besten, aber ja, Sie folgen einfach mehr oder weniger der Straße. Es ist beschildert. Mhm. Gut, und ich notiere mir das. Sie erklärt dir das weiterhin. Ich notiere mir das. Dankeschön, Ma'am. Sie haben uns sehr geholfen. Wir sehen uns in Kürze. Okay, na, dann werden Sie, wenn es jetzt 19.30 Uhr ist, werden Sie 9:30 wahrscheinlich eintreffen. Ich habe noch eine Frage. Ist Loretta Hall noch bei Ihnen? Ja, natürlich. Sonst wüsste ich ja nicht, dass wir Sie erwarten. Hm. Gut, sagen Sie, Sie sollen nicht besonders früh ins Bett gehen. Wir haben ein paar Fragen an Sie. Ja, sie ist ziemlich aufgelöst. Ich denke nicht, dass sie schlafend antreffen werden. Hm. Gut. Nun, wie gesagt, danke Ihnen, Ma'am. Wir sehen uns in Kürze. Auf Wiedersehen. Und sie legt auf. Ja, wir fahren mit... Bist du mit dem Sheriff-Auto da? Nein, wir haben so ein Mietauto. Okay. Weil es ein Geländewagen gewesen wäre, da wäre es interessant gewesen. Mhm. Passt. Also Richtung Dunwich. Dunwich. Ihr brecht also auf. Gut. The Lost Woods Campsite. Ihr biegt auf die holprige Straße zum Campingplatz ab und haltet auf dem dortigen Parkplatz. Beim Aussteigen seht ihr das kleine Verwaltungshäuschen, welches mit Infopoint ausgeschildert ist. Das ist, ihr seht hier die Karte, hier. Hier ist die Abzweigung, hier geht es zum Parkplatz. Hier seht ihr einen sehr großen Campingplatz mit wenigen Zelten eigentlich. Also nicht sehr gut besucht. Und hier ist das kleine Infohäuschen. Und ihr seht, dass dort jemand steht, der sich mit der Frau drinnen unterhält. Und das ist überraschenderweise Dr. Florence Miller. Sie hat euch noch nicht gesehen, aber ihr seht sie. Da brat mir doch einer ein. Gott verdammt. Die Welt ist klein. Agent Hunter, haben Sie davon gewusst? Nein. Woher denn? Was macht Miss Miller hier? Vielleicht ist sie im Urlaub. Schon wieder? Diese Frau arbeitet nicht besonders. Was heißt schon wieder? Das letzte Mal, dass wir sie gesehen haben, ist schon wieder ein Jahr her. Ja, ich kann mir nicht jedes Jahr Urlaub leisten. Ich weiß. Miss Miller! Dr. Miller! Ja, wir gehen hin. Ich drehe mich langsam um. Guten Abend. Hunter, Sie erinnern sich. Ich drehe mich um und gehe wortlos weg. Na, dann gehe ich zur Rezeptionistin. Ja, ich gehe zu Dr. Miller. Dr. Miller. Möchten Sie jetzt hier einen Campingurlaub machen? Ist das Ihr Ernst? Was tun Sie hier? Ich bin zivil hier. Und Sie auch? Und er? Was soll das? Ein Mädchen ist verschwunden. Schon wieder? Diesmal ist womöglich kein Kult von irgendeinem Pharao dahinter. Na gut, dann lassen Sie mich in meiner Arbeit tun und lassen Sie mich in Ruhe. Das letzte Mal bin ich fast gestorben, als ich mit Ihnen etwas Sie zu tun hatte. Von Arbeit hier? Ja, natürlich. Glauben Sie, ich wäre freiwillig auf so einem gottverlassenen Campingplatz? Ausgrabung. Was, Sie haben hier eine Ausgrabung? Ja, da hinten im Wald ist irgend so ein indianischer Friedhof und naja, alle anderen Kollegen sind gerade nicht verfügbar, also hat man mich hierher geschickt, um diese unglaublich spannende Kultstätte zu untersuchen.
Aber ja, wie gesagt, ich gehe nur meiner Arbeit nach und Sie lassen mich mit Ihren Entführungsgeschichten oder was auch immer es diesmal ist in Ruhe. Ich habe gedacht, Sie sind Ägyptologin und nicht irgend so eine Ausgrabungsstätte. Nun ja, wissen Sie, zu einer Standardausbildung gehört nun auch einmal die Archäologie. Und wenn man die einzig verfügbare Dame mit Archäologiekenntnissen ist, dann schickt einen das Museum eben hierher, in dieses gottverlassene Waldstück. Ja, das ist alles gut und schön, aber es interessiert mich in Wahrheit überhaupt nicht, denn jemand ist verschwunden und die suche ich jetzt. Also ich verabschiede mich. Dann viel Glück bei der Suche und ja. Nicht so hastig, Dr. Miller. Ich möchte Sie befragen zu diesem Fall. Agent, lassen Sie mich in Ruhe. Können wir bitte die Leute befragen, die tatsächlich wichtig sind? Ja, ja, ja. Wurde Ihre archäologische Ausgrabungsstätte bereits untersucht, ob die von Mr. Karen eventuell in irgendeinen Schacht gefallen ist? Was? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ich war den ganzen Tag dort. War noch keine Polizei bei Ihnen? Nein, natürlich nicht. Ich war den ganzen Tag dort. Ich bin heute Morgen in der Früh hin, bin meiner Arbeit nachgegangen und vorhin wieder zurückgekehrt. Hm. Kennen Sie uns eine Wegbeschreibung zu der Ausgrabungsstätte? Naja, da, diesen Weg entlang. Moment. Heute die früh? Die ist hier, diesem Bereich, auf diese Lichtung. Okay, heute früh? Wie früh? Nun ja, ich bin gegen 5:30. Ich kann in diesen Zelten hier schlecht schlafen, deswegen war ich recht früh wach und bin dann schon dorthin gegangen. Haben Sie ein Mädchen mit rotem Mantel gesehen? Sie sagen roter Mantel? Ja. Ja, tatsächlich. Ich habe mich ein wenig erschrocken. Dieses junge Mädchen, sie ist gegen 6 Uhr auf die Lichtung gestolpert und sie hatte irgendeine Karte und hat mich gefragt, ob hier eine Garage in der Nähe ist, aber woher soll ich das wissen? Also ist sie wieder davon gestolpert. Eine Garage? Ja, sie hatte so eine Karte dabei, wo irgendeine Garage eingezeichnet war, die dann hinter dem Wald irgendwo in diese Richtung dort liegt. Und ja, dann ist sie wohl dieser Garage suchen gegangen. Ich meine, was kümmert mich so etwas? Können Sie sich an den Tag und die Uhrzeit erinnern? Nun ja, das war gestern in der Früh, ja. Eine genaue Uhrzeit? 6 Uhr. 6 Uhr. Ha. Das war tatsächlich heute in der Früh. Ach so, heute in der Früh. Garage, wo man ein Auto parkt. Woher soll ich das wissen? Fragen Sie doch die Dame an der Rezeption, ob sie etwas von einer Garage weiß. Ich bin hier wegen der Ausgrabung. Wir haben sowieso vergessen, Taschenlampen mitzunehmen. Es wird spät. Vielleicht hat die Dame bei der Rezeption Taschenlampen. Stimmt, es ist schon spät. Ja, es ist spät. Danke, Miss Miller. Sind Sie noch länger hier? Nun ja, so wie es aussieht, bin ich hier noch eine ganze Weile. Wenn ich diese Ausgrabungsstätte ist, ja, es macht keine Freude. Keine Freude. Verlassen Sie nicht die Stadt. Danke, Doktor. Ich nicht vorher. Bitte lassen Sie mich jetzt in Ruhe. Wir haben eventuell noch weitere Fragen zu einem späteren Zeitpunkt. Sicherlich nicht. Ich bin hier, um auszugraben. Nicht Ma'am, um als Bürger der Staaten sind Sie verpflichtet und die Agenten. Ich habe Ihnen alles erzählt, was ich weiß. Und ich werde nicht wieder an irgendeiner von Ihren komischen Ermittlungen teilnehmen, nur um wieder unter Trümmern begraben, halb tot da niederzuliegen. In diesem Fall sind Sie keine Mitarbeiterin, sondern eventuell ein Zeuge. Das ist nochmal passiert. Ja, ab zum Infopoint. Ab zum Infopoint. Wir stehen im Prinzip davor. Ja, die Frau steht dahinter, hat dem Gespräch gelauscht. Ah, wirklich? Eine Noisy, oder wie man da sagt. Na, der ist offen, ne, der Infopoint. Sie steht da. Trotzdem ist es unhöflich, dazu lauschen. Na, ihr steht davor halt. Ne? Ja. Guten Tag, Miss. Guten Tag. Sie sind der Sheriff und der FBI-Mann, den wir erwarten sollen. Agent Hunter, wir haben telefoniert. Emily Dorman, ja, in der Tat, ja. Miss Dorman, ich suche Loretta. Also die beiden haben eins der Zelte gemietet, die wir hier fix aufgestellt haben. Und das ist, ich weiß nicht was, ich hole meinen Mann, der soll sie hinführen. Mhm. Gehst du weg? Ich möchte mit denen nichts zu tun haben und gehe in mein eigenes Zelt. Dann ruft sie dir nach. Dr. Miller, seien Sie doch so freundlich und schicken Sie Leland her, wenn Sie ihn sehen. Natürlich. Miss, einen Moment. Dürfte Miss Thompson eventuell mit Loretta Hall ein Gespräch führen? Ja, natürlich. Sobald Leland hier ist, würde sie zu ihrem Zelt führen. Ich schlage vor, wir sehen uns das Camp an und Sie sprechen mit Loretta. Genau. Können wir uns Taschenlampen leihen? Taschenlampen? Lassen Sie mich kurz nachsehen. Mach einen Glückswurf. Das wäre doch jetzt nicht geschafft. Soll ich auch, oder? Tut mir leid, ist zumindest eine Taschenlampe da ist? Er hatte den Vorschlag, immer der den. Okay. Der es möchte. Haben Sie Laternen? Mach einen Glückswurf.
Geschafft. Sonst hätten wir noch auf Fackeln zugreifen. Tut mir leid, Agent Hunter. Ich habe keine Taschenlampe mehr hier. Ich habe nur diese alte Laterne hier. Oh, die nehme ich. Sie reicht euch eine Laterne, wo eine halb abgebrannte Kerze drin leuchtet. Haben Sie Feuer oder brauchen Sie Streichhölzer? Ich habe mein Zippo. Okay. Na dann, atmosphärisch. Warte fliehend. Okay, und ihr beide geht? Wir gehen, ja. Gut. Ja, ihr habt hier das Areal. Ihr seht, das Ganze ist in Dunkelheit getaucht. Es gibt hier keine Lichtquellen oder keine Straßenlaternen oder dergleichen. Es ist, hier hinten sind Zelte fix aufgestellt, hier in diesem Bereich. Seht ihr den Schatten mehrerer Zelte hier in der Mitte? Ist es großenteils frei. Das wäre einfach Gelände, wo man campen kann. Mit Wohnwagen, mit Zelten, wo man möchte, aber es tut hier fast niemand. Hier hinten seht ihr den Sanitärblock für Duschen, Toiletten und so weiter. Hier gibt es sogar eine Bühne. Okay. Und ja, daneben, das ist ein kleines Pumpenhäuschen für die Wasserversorgung der Sanitäranlagen. Und die Betreiber des Campingplatzes, die wohnen auch hier. Also der Infopoint hat hinten den Anbau. Das ist etwas größer. Okay. Und die meisten Zelte oder sind nur Zelte hier bei dem Camp? Es stehen schon verteilt auch Zelte, aber es sind sehr wenige. Okay. Ja, dann sehen wir uns natürlich genau dort, wo die Zelte vermietet werden. Okay. Zieht jetzt dieser Leland mit uns mit? Oder nein. Ist er bei ihr? Ihr geht alleine los. Wir gehen alleine. Nach einiger Zeit, du wartest, kommt ein Mann, der sich bei dir als Leland Dorman vorstellt. Der Mann von Emily Dorman. Schön, Sie kennenzulernen. Guten Tag. Ich bin hier als Vertraute von der verschwundenen Karen. Ich würde gerne mit Loretta sprechen. Ja, wir wurden informiert. Meine Frau hat mit Karens Mutter telefoniert. Ich kann sie zu ihrem Zelt bringen. Ja, das wäre schön. Haben Sie Karen selbst gesehen, oder? Ja, natürlich. Sie haben mussten die Formalitäten erledigen, um hier campen zu können. Welchen Eindruck hat sie auf sie gemacht? Beide ganz normal eigentlich. Normale Teenager, die hier auf Urlaub waren. Aber sie waren alleine, oder? Es war sonst niemand dabei. Sie waren alleine, ja. Es ist die Zeit. Wissen Sie, wir haben im August haben wir ein paar kleine Partys hier. Da wird es meistens etwas voller. Hat mich gewundert, dass Mädchen in ihrem Alter nicht zu dieser Zeit kamen, aber ansonsten. Haben Sie zufällig den Namen Joy überhört? Nein, keine Ahnung. Ich habe nicht wirklich mit Ihnen gesprochen. Okay. Meine Frau hat die Formalitäten erledigt und ich habe Ihnen ihr Zelt gebracht und Ihnen alles erklärt. Was war da eigentlich? Wie lange wollten die beiden bleiben? Oh, keine Ahnung. Okay. Ja. Sie zahlen sowieso erst, wenn sie fahren daher. Mhm. Okay, ja, vielen Dank. Oh, kommen Sie bitte. Mhm. Und er nimmt eine Taschenlampe aus seinem Mantel und leuchtet dir den Weg hier hinten, wie ich gesagt habe. Hier hinten eines der fix montierten Zelte. Das sind richtig, richtig große Zelte. Also wirklich massiv groß. Du siehst, die würden schon einen ordentlichen Sturm auch standhalten. Also ist schon was anderes wie die selbst aufgebaut. Mhm. Also das sind schon so große Zelte, dass man hineingehen kann, so wie solche Wüstenzelte, die... Man kann hineingehen, es gibt einen kleinen Platz, wo man einen Campingtisch aufstellen kann, wo man zu viert sitzen kann, und dahinter sind dann abgeteilt zwei Schlafkabinen. Okay, ja. Okay. So, dass es für zwei Personen eigentlich... So habe ich mir vorgestellt, ja. Ich möchte kurz anmerken, dass mein Zelt quasi daneben steht und dass ich da sitze mit meinem Campingkocher und mir eine Dose Essen warm mache. Mein Zelt. Du siehst... Wenn du durchgehst, wie Dr. Miller da sitzt und Campingkocher Essen kocht. Leland geht vorbei. Guten Abend, Dr. Miller. Guten Abend, Leland. Waren Sie erfolgreich heute? Ah, nun ja, das Übliche. Ein paar Stofffetzen, Federn, nichts Berauschendes. Sind Sie denn in die Höhle gegangen? Nein, ich glaube nicht, dass das eine Bewandtnis hat. Und nun ja, die ist sehr eng und nicht sonderlich einladend, sage ich mal. Die hebe ich mir für später auf. Ja, ich bin seit 20 Jahren hier, aber war nie dort drin. Und auch diese Bäume mit diesen Gesichtern. Ich meine, lassen Sie uns später noch einmal reden. Vielleicht
vielleicht können Sie mir noch etwas darüber erzählen, die Geschichten, die sich die Leute über diese Bäume erzählen, könnte vielleicht Moment. Dr. Miller. Bäume sind nicht da. Bäume mit Gesichtern. Wir treffen uns gerade dort. Nein. Bäume mit Gesichtern. Warum schauen Sie mich jetzt so an? Das ist eine ganz normale Kultstätte, eine Ausgrabungsstätte. Was interessiert Sie das? Nun ja, normalerweise haben Bäume keine Gesichter. Wie ich sagte, eine Kultstätte. Sieht aus wie ein, es scheint ein Friedhof zu sein, ein indianischer Friedhof. Dort gibt es eine kleine Höhle. Um die Höhle sind Bäume gruppiert, in denen Gesichter eingeschnitzt sind. Eine Kultstätte, wie ich es sage. Ja, wahrscheinlich indianische Schnitzereien, sagt Leland. Aber ich muss schon sagen, also, das eine Gänsehaut verursacht einem dieser ganze Ort. Warum haben Sie dann direkt nebenbei einen Campingplatz eröffnet? Naja, wir können uns nicht aussuchen, wo diese Kultstätten sind. Dieses Areal gehört uns nun mal und wir wollen etwas damit anstellen. Und was ist mit dieser Höhle? Naja, das fragen Sie besser Dr. Miller. Ist das normal, dass es einfach mitten im Wald so eine Kultstätte ist? Eine indianische? Die sich noch nie irgendjemand vorher angeschaut davon hat? Davon irgendeine Ahnung? Vermutlich nicht. Eigentlich nicht. Ich meine, du kannst jetzt nicht wirklich die geografischen Gegebenheiten bei Kultstätten und so weiter beurteilen oder die aussuchen. Und wenn da halt eine Kultstätte war, dann war da halt eine Kultstätte. Ja. Und die werden sich schon was dabei gedacht haben. Okay, in Wahrheit interessiert es mich nicht. Ich will einfach nur Karen finden. Also, ich möchte jetzt wirklich mit Laurie reden. Ja, bitte hier weiter. Gleich das olivgrüne Zelt dort hinten. Kurz zum Verständnis, wo sind wir jetzt? Wir sind ja vorgegangen. Ja, aber ihr geht so generell herum. Wir gehen direkt was anderes. Es dauert noch etwas, bis ihr... Okay. Bis ihr ich denke, dass es nicht so klein ist, dass es schon ein größeres Areal ist. Ganz genau. Er bleibt vor dem Zelt stehen und ruft, Miss Hall, die Polizei ist hier, möchte sich mit Ihnen unterhalten. Du hörst, wie drinnen etwas raschelt und dann geht die Zeltplane auf und eine etwa 17-jährige junge Frau kommt heraus. Kurze braune Haare, keine besonders auffällige Statur, mittelgroß, sehr... Normal gekleidet, normale Jeans, Shirt, nichts wirklich Auffälliges. Hallo Laurie, ich bin Claire Thompson. Mary, also Karens Mutter, hat mich angerufen. Ja, hallo, ich bin froh, dass Sie gekommen sind. Erzähl, was ist passiert? Sie ist nicht wieder aufgetaucht. Also ich habe bis jetzt keine Ahnung, wo sie steckt. Kannst du mir genau erklären, was ihr die letzten Tage so getan habt? Wir sind nach Arkham gekommen, weil wir uns die Universität angesehen haben. Wir überlegt hier zu studieren und haben uns die Gegend angesehen, die Stadt und eventuelle Wohnmöglichkeiten, Zimmer und dergleichen geprüft. Und Karen wollte unbedingt hierher zum Campen fahren. Sie hatte diese ganze Zeit diese fixe Idee, dass wir hier ein paar Tage campen. Und ja, ich habe dann eigentlich zugestimmt, dass sie gesagt hat, dass sie hier Zelte dergleichen anbieten. Also warum nicht? Also die ganze Idee von dem gesamten Ausflug war von Karen? Ja. Hat sie auf dich gewirkt, als wäre wichtig, dass ihr zu diesem Zeitpunkt fährt? Denn Leland hat gesagt, in 2-3 Wochen ist hier mehr los, sind hier ein paar Veranstaltungen. Ja, das habe ich auch erst hier erfahren. Ich habe sie ehrlich gesagt nicht gefragt. Sie hat Datum und Zeit ausgesucht, ja. Kannst du mir vielleicht irgendetwas darüber sagen? Wir haben diesen Brief im Zimmer bei dem Breakfast eben gefunden. Kannst du eine Psychologieprobe machen? Extremer Erfolg. Ja, zumindest ein schwieriger Erfolg. Das haben Sie in unserem Zimmer gefunden? Ja. Das sagt mir überhaupt nichts. Sie lügt, da ist mehr. Das sagt dir sehr wohl was. Ja. Kennst du sofort. Laurie. Ausquetschen.
Clarence verschwunden. Du kannst die Wahrheit sagen. Also, naja, Ich weiß erst heute von dieser Sache mit ihrer leiblichen Mutter. Sie hat es die ganze Zeit geheim gehalten. Also, heute Morgen bin ich aufgewacht und ich weiß nicht mehr, wann es war. Es war noch dunkel und da habe ich gesehen, wie Karen sich gerade aus dem Zelt geschlichen hat. Mit gepackter Tasche und so. Ich bin ihr nach und habe sie am Waldrand hinter dem Zelt erwischt. Ich habe sie zur Rede gestellt und da hat sie mir das mit ihrer Mutter gebeichtet. Sie bekommt seit einiger Zeit Briefe von ihrer leiblichen Mutter und sie sagte, sie wollte nur hierher, weil dieser Campingplatz nahe an der Stadt liegt, in der sie wohnt, irgendein Ort hier in der Gegend. Und ich weiß auch nicht, weil ich habe ihn auf keiner Karte gefunden. Und naja, ich war dagegen, dass sie das macht. Ich meine, sie kann euch nicht einfach so weglaufen. Was weiß sie denn schon von ihrer leiblichen Mutter? Verstehen Sie? Laurie, ich will dich nicht unnötig beunruhigen, aber du weißt ja, dass sie adoptiert ist. Ja. Es war eine geschlossene Adoption. Selbst wenn ihre leibliche Mutter angefragt hätte bei der Adoptionsstelle, sie hätten ihr niemals irgendwelche Informationen gegeben. Also wie hat diese Joy, die zumindest behauptet, ihre Mutter zu sein, sie überhaupt kontaktieren können? Ja, ich habe ja auch ähnliche Fragen gestellt, aber naja, wir haben nur gestritten und sie hat mich einfach stehen lassen. Ich bin dann zum Zelt zurück und konnte natürlich nicht mehr schlafen. Die ganze Sache bereitet mir Bauchweh. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Und naja, dann habe ich halt Karens Eltern informiert und gesagt, dass sie verschwunden ist. Wie heißt denn diese Stadt? Ich weiß es nicht. Sie hat es mir doch nicht gesagt. Deswegen haben wir doch so gestritten. Sie wollte mir doch nicht mal das sagen. Das war doch der Grund, warum ich nicht wollte, dass ich sie... Ich wollte sie da nicht gehen lassen. Ich meine... Hast du nicht gerade gesagt, du hast auf der Karte nachgesehen und du hast es nicht gefunden? Ja, hier gibt es keine Stadt. Hier gibt es in der... Also, wenn... Geradeaus, also wenn man diesem Weg hier folgt, geht es nach Dunwich und unten geht es irgendwann nach Worcester. So viel weiß ich, das war eingezeichnet, aber es gibt hier einen Bus von Arkham, der zweimal am Tag zum Campingplatz und wieder zurückfährt. Also es ist kein Problem, wieder zurückzukommen, aber... Ja, aber könnte sie nicht in eine von die zwei Städte gegangen sein? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Sie sind zu weit weg. Sie sagte, dass sie ihre Mutter hier zu Fuß erreichen könnte, aber sie wollte mir nicht mehr sagen. Auch nicht, wie lange sie zu Fuß unterwegs sein würde. Nein, wie gesagt, wir haben gestritten. Sie hat gar nicht mehr mit mir gesprochen, mich einfach stehen lassen. Und naja, ich wollte, dass irgendjemand mir hilft, sie zu suchen oder nach ihr sucht. Es kann doch alles Mögliche passieren. Und ich dachte, wenn ich nichts von den Briefen sage, kann sie dann immer noch selbst entscheiden, ob sie irgendjemandem davon erzählen will oder nicht. Wenn ich kurz mal umschwenken darf, ich denke, derzeit habt ihr auch dann diese Zelte gefunden, ihr beide, und ihr geht da mit eurer Laterne. Und im Licht der Laterne siehst du, wie Dr. Miller bei einem Campingkocher sitzt und Essen kocht, isst. Mahlzeit. Danke, Sheriff. Da drüben ist das Zelt mit Laurie. Geht. Oh, danke. Haben wir irgendwelche Spuren gefunden? Sind wir irgendwie etwas... Nein. Nein. Es wirkt nichts abnormal auf dich. Ganz normaler Campingplatz. Ja, dann gehen wir auch hin zu... Ja, ihr seht sie ja gleich, weil damit Claire Thompson davor steht. Und Leland hat sich mittlerweile, verabschiedet sich wieder. Also er bleibt nicht das ganze Gespräch hier, sondern geht wieder zurück. Ihr seht das Licht seiner Taschenlampe umher hüpfen und dann geht er zurück. Laurie, ich bin sehr froh, dass du mir das erzählt hast. Aber bitte nicht wieder lügen. Wir wollen sie alle finden und wir wollen alle, dass sie wieder gut nach Hause kommt. Also wenn du noch irgendetwas weißt, dir irgendetwas aufgefallen ist, dann bitte sag's uns sofort. Nein, das...
Das war's. Ich hab gesehen, dass diese Lady bei der Ausgrabungsstätte, dort ist jemand. Die hat vielleicht noch etwas gesehen. Weil ich weiß, dass Karen in die Richtung gegangen ist. Miss Hall, Sheriff Porter. Das ist Agent Sheriff Hunter vom Loretta Hall. Vom FBI. Wir haben diesen Fall über. Hi. Guten Abend, Agent. Wir haben von der Ausgrabungsdame, Miss Miller. Heißt sie, Dr. Miller, ja. Sie hat uns erzählt, dass sie Karen tatsächlich gesehen hat. Mit einer Karte in der Hand. Ja? Hast du eine Landkarte irgendwie bei ihr gesehen? Nein, aber ich durchsuche jetzt nicht ihr Gepäck. Nein, aber es hätte ja sein können, dass sie dir die Karte zeigt. Nein, hat sie nicht, nein. Was könnte sie auf so einer Karte gesucht haben? Ich vermute die Stadt oder das Dorf, in dem angeblich ihre leibliche Mutter wohnt. Wie soll dieses Dorf heißen? Ich weiß es doch nicht, sie hat es mir nicht gesagt. Ich weiß es nicht. Hat sie alle ihre Sachen mitgenommen? Ihre Tasche und ihren roten Mantel, ja. Das heißt, ihr Gepäck? Ist alles noch im Zelt, oder? Ja, es ist noch einiges da. Können wir uns das ansehen? Ja, schon, aber ich habe es ja selbst schon angesehen. Bitte. Loretta hat Karen nicht eine... Sofort, sie hält euch die Zeltplane auf und zeigt euch das Schlafabteil. Ja. Ich gehe hinein und suche nach Spuren. Alles klar. Hat Karen irgendeine Garage erwähnt? Nein, also sehen Sie, mach bitte eine Probespurensuche. Sehen Sie, Agent Hunter, wir haben gestritten. Ich wollte sie nicht gehen lassen. Sie hat mich einfach stehen lassen und ist in den Wald. Ich hab Miss Thompson schon gesagt, sie ist dorthin, wo diese Doktorin die Ausgrabungen vornimmt. Wenn sie gesehen hat, dann ist sie die Letzte, die sie nach mir noch gesehen hat und vielleicht mehr Auskunft geben kann. Ich kann nicht mehr sagen. Ich bitte sie nur, sie zu finden, denn sie weiß ja nichts von ihrer Mutter. Sie kennt sich hier nicht aus. Es kann was Gott was passieren. Und sie ist den ganzen Tag weg. Weißt du, wie lange sie schon Kontakt zu dieser Joy hat? Sie hat mir gesagt, dass es vor ein paar Monaten angefangen hat und dass sie mehrere Briefe ausgetauscht haben. Ist vielleicht noch irgendwo ein Kuvert? Hast du ein Kuvert gefunden? Nein, nichts. Sie hatte nichts dabei. Sie hatte... wenn sie noch Briefe dabei hat, hat sie sie mitgenommen. Und diesen Brief hast du im Zimmer selbst nicht gesehen? Nein. Ich wusste nicht, dass... Da wusste ich noch überhaupt nichts von ihrer leiblichen Mutter. Und warum sie ausgerechnet hier zu diesem Campingplatz wollte. Ja, weil in der Nähe dieses mysteriösen Ortes ist wahrscheinlich. Na gut, Laurie, ich denke, fürs Erste wissen wir mal etwas mehr. Wir werden uns dann vermutlich morgen oder jetzt noch auf die Suche nachher machen. Vielleicht möchtest du mit dem Bus nach Hause fahren. Kann ich tun, aber ich würde schon gerne hier noch ein paar Tage warten und sehen, sie finden. Ja. Kann auch immer sein, dass sie nochmal auftaucht. Ja. Ich schlage vor, wir lassen uns von Dr. Miller die Ausgrabungsstätte zeigen. Sie kennt den genauen Weg und könnte uns warnen, falls irgendwo der Boden locker ist. Oder ja, aber morgen erst. Die Zeit drängt. In der Finsternis ohne Taschenlampe. Haben Sie die Sachen schon durchsucht? Ich bin gerade dabei und hab's nicht. Ich hab die Spuren so. Miss Miller hat garantiert irgendeine Laterne. Nur Gewand. Oder? Ich finde nur. Du bist dir sicher, es ist nur Gewand. Nur Gewand. Sonst nichts. Auch keine Kuverts. Nee. Sicher? Ja. Ja. Kann ich hier nochmal durchsuchen? Weil es ist finster, ich hab keinen Grund, an ihm zu zweifeln. Es ist finster. Ich hatte also nur diese kleine Taschenlampe vielleicht am. Ich bin sowieso. Hey, das wäre doch. Powerplay. Hey, Moment mal, das wäre doch eine Forstierung. Oder ich meine, ich könnte das ja forstieren am nächsten Tag. Wenn ich sage, bei Tageslicht sehe ich dich am. Ja, das könntest du tun, ja. Also am nächsten Tag könnte ich wohl oder übel vielleicht noch einmal eine Spurensuche probieren. Weil ich selber denke, hey, am Tageslicht müsste es doch besser gehen. Ich bin auch dafür, dass wir nicht jetzt noch suchen bei der Finsternis.
Ja, wir sind schlecht ausgerüstet. Ich würde sagen, gleich wenn der erste Sonnenstrahl kommt, suchen wir mal nach Spuren zumindest. Vielleicht sieht man ja, kann man sie verfolgen durch Spurensuche oder so. Wie war denn das Wetter in den letzten Tagen? Immer sonnig oder hat es geregnet? Nein, es hat nicht geregnet. Es war eigentlich sehr schönes Wetter für einen Campingausflug. Okay. Ja. Das ist positiv, wenn es um Spurensuche geht, falls es welche gibt. Mir lässt das keine Ruhe. Sie hat eine Garage gesucht. Welche Karte hatte sie bei sich? Ja gut, das hat auch vielleicht Miss Miller gesagt. Vielleicht eine handgeschriebene... Miss Miller ist Ägyptologin und nicht irgendeine Kartenleserin. Nun, es könnte ja sein, dass sie von Joy eine Wegbeschreibung anhand von Wegmarken zum Beispiel in der Garage erhalten. Ich denke schon, dass Miss Miller in der Lage ist, eine Karte von einem Gekritzel zu unterscheiden. Oder Sie wissen, was ich meine. Wir sollten sie fragen. Wir fragen sie einfach nochmal. Sie könnten uns auf jeden Fall zur Ausgrabungsstätte bringen. Ja, aber... Wenn es soweit wäre. Die Uhrzeit bringt das nicht viel. Ja, am nächsten Tag. Wir fragen sie, wenn sie morgen aufbricht und dann brechen wir mit auf. Gut, ich schlafe im Wagen. Ich lasse mir ein Bett geben bei dem Infopoint. Also, es gibt doch nur Zelte, oder? Official Police Business. Es gibt nur Zelte, ja. Ja, ich kann doch im Infopoint... Ja, aber da stehen auch Feldbetten drin, die sind ja vorbereitet. Okay, na gut, das ist bequemer. Von daher... Gut, ja, dann lassen wir uns Zelte geben. Dann gehe ich nochmal zu Miss Miller, die gerade wahrscheinlich hier mal... Ja, du siehst, wie sie da sitzt und die Pfanne abwäscht, sauber macht. Miss Miller, kann ich davon ausgehen, dass Sie uns morgen in der Früh diese Ausgrabungsstätte mal zeigen können? Nein. Danke, Frau Miss Miller. Ich werde am Tagesanbruch bei Ihnen sein. Geh weg. Seien Sie pünktlich um 6 da, wenn Sie mitkommen wollen, aber glauben Sie nicht, dass ich mich hier in Ihre komischen Ermittlungen verwickeln lasse. Hey, ich bin hier in Urlaub. Geh weg. Ja, beim Infopoint ist mittlerweile Leland Dorman und es ist nur eine reine Formalität. Es sind genügend Zelte frei und ihr bekommt 2 Zelte. Vielen Dank. Das heißt, einer schläft alleine und 2 von euch schlafen. Mr. und Mrs. Dorman, wo können wir in der Gegend Taschenlampen kaufen, eventuell weitere Ausrüstung? Tut mir leid, aber das ist hier nicht möglich. Du könntest zurückfahren nach Arkham und dort Besorgungen machen. Ich fürchte, Arkham wäre die einzige Anlaufmöglichkeit für so etwas. Wissen Sie irgendetwas von einer Garage in der Nähe? Garage nicht. Also es gibt eine alte Hütte, die ist in... Also, wenn ihr hier steht, siehst du gerade auf die Karte, wenn ihr hier steht, deutet er in diese Richtung. In dieser Richtung ist eine alte Hütte, das war mal eine Bushaltestelle. Ja, ganz genau. Das war mal eine Bushaltestelle. Und weiter hinten, da, ja, also hinter diesen Wäldern, da gibt es keine Garage, aber eine Tankstelle ist das. Und der kann auch Autos reparieren dort. Hezekiah Smith ist das. Wie? Hezekiah Smith. Ein älterer Mann. Sein Vater hat die Tankstelle schon betrieben. Das klingt indianisch. Davon weiß ich nicht. Hezekiah? Klingt doch nicht indianisch. Ezekiel. Unsere Busfahrer tanken dort öfters. Also nicht unsere, sondern der hier die Route fährt. Wie weit ist das weg? Zu Fuß? Zu Fuß? Ja, wenn sie durch den Wald gehen, dann könnte das schon eine Stunde dauern. Und diese Hütte? Die ist netto auf halbem Weg bei der Kreuzung, wo der Weg sich kreuzt nach Danwich oder weiter. Also meinte sie mit Garage wahrscheinlich den Autoshop. Also nicht eine private Garage oder ein Shop, sondern diese Tankstelle und diese Autoschrauberei. Wen fragst du das? Das könnte sein. Wie lange braucht man mit dem Auto? In Autobusse fahren kann man ja mit der Straße auch hinkommen. Ja, das dürfte. 20 Minuten. 20 Minuten, eine halbe Stunde. Wenn das in der Tankstelle ist, dann wären die doch... Sind sie jetzt auch noch da? Haben die ein Telefon? Könnten wir die anrufen? Nein, der alte Smith hat keine Tankstelle. Kein Telefon. Der ist auch nur tagsüber da, weil er alleine ist. Ja, ist klar. Ah, auf jeden Fall auch eine Spur.
Eigentlich versuchen Sie es morgen am Vormittag oder so. Sollte einer zur Tankstelle und die anderen suchen erst, weil gibt es bei der Tankstelle auch Taschenlampen? Da bin ich überfragt, keine Ahnung. Okay. Ja, auf jeden Fall, ich sage, jetzt mitten in der Nacht können wir nicht recht viel machen. Okay. Auf dem Weg zu den Zelten würde ich den Sheriff gern für den Plan morgen noch fragen. Diese Ausgrabungsstätte. Miss Miller behauptete, dass die kleine Karen, die junge Karen, die Ausgrabungsstätte überquert hat und zu dieser Autoschrauberei oder dieser Garage wollte. Macht es dann überhaupt Sinn, die Ausgrabungsstätte morgen abzusuchen? Naja, eigentlich nicht. Aber ich möchte Miss Miller gerne ein bisschen nerven. Warum? Weil sie uns auch genervt hat, als wir in der Arbeit waren. Ist das wirklich wichtiger als das Leben? Ja, nein, aber vielleicht finden wir Spuren. Und vielleicht fällt Miss Miller doch noch irgendetwas ein, das interessant sein könnte. Auf jeden Fall, wenn wir uns aufteilen, können wir mehrere... Wir haben nur ein Auto. Ja, wir gehen nicht zu Fuß. Miss Miller geht ja auch zu Fuß zur Ausgrabungsstätte. Zur Ausgrabungsstätte, aber zur Tankstelle? Ja, und einer braucht nur zur Tankstelle fahren. Okay. Okay, gut. Okay. Dann legt ihr euch in euer Zelt schlafen. Ihr seht schon, im Zelt von Dr. Miller brennt kein Licht mehr. Die Zeltwände sind zu. Und ihr macht das Gleiche und legt euch schlafen. Genau hier werden wir in unsere erste Pause gehen. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück bei den Alriks. Es ist Dienstag, der 9. Juli. Etwa 6 Uhr morgens, nehme ich an. Ihr klettert aus dem Zelt. Es ist noch dunkel. Das Gras ist feucht von Tau. In der Luft liegen Dunst und Nebel. Und der Campingplatz ist völlig leer. Außer ich. Ich stehe schon da. Die Hände in die Seite gestemmt. Schön, dass Sie auch mal aufwachen. Wenn Sie mitwollen, dann jetzt los. Morgen müssen wir hey, nicht mal frühstücken. Ja, ich habe Ihnen gesagt, um 6 geht's los. Wenn Sie nicht fertig sind, ist es nicht mein Problem. Ich gehe jetzt. Wenn Sie mitkommen, kommen Sie mit. Wenn nicht, lassen Sie sie bleiben. Was soll der Lärm in aller Früh? Ja, Miss Miller möchte schon zur Ausgrabungsstätte gehen. Jetzt? Warum so früh? Warum nicht? Ich bin wach. Ich bin bereit. Das ist doch schon alles tot, oder? Kann das nicht ein wenig warten? Lass dich doch frühstücken. Ja, dann soll er nachkommen. Ich gehe los. Ja, ich weiß nicht, wo das ist. Ich muss mitgehen. Tante, gut. Ich fahre mit Ihnen mit. Ja, ich wollte gerade erwähnen, ich mache mich jetzt auf den Weg zur Tankstelle. Wollen wir dort einen Treffpunkt ausmachen? Oder? Ich habe nicht vor, dass ich zur Tankstelle gehe. Gut. Sie soll das alles investigieren und ich investigiere die Ausgrabungsstätte. Suche nach Spuren und ja. Na gut. Ich möchte noch mal kurz zu Leland schauen. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, ob diese Hütte, wenn man da vorbeifährt auf der Straße, Richtung Tankstelle, ob die Hütte irgendwo in Sichtweite ist, weil dann würden wir die auch kurz anschauen. Was war das nochmal für eine Hütte? Eine verlassene. Warum ist sie interessant? Weil wir nicht genau wissen, wohin sie gegangen ist. Es könnte sein, dass sie sich doch versteckt hat, das stimmt, ja. Der Infopoint ist noch nicht besetzt. Es ist noch zu früh. Okay. Also, der Infopoint sollte rund um die Uhr besetzt sein. Rufen wir an. Von wo aus? Es muss doch irgendwo eine Telefonzelle sein. Wollen Sie beim Infopoint den Infopoint anrufen? Ja, ich gebe zu, das ist eine dumme Idee. Nein, wenn wir die Hütte, wenn sie wirklich am Weg ist, dann werden wir sie schon sehen. Ansonsten fahren wir zur Tankstelle. Gut. Vielleicht sollten wir, aus welchen Gründen auch immer, sicher eine Taschenlampe mitnehmen. Ja, uns wurde gesagt, hier gibt es keine. Wir werden wahrscheinlich bei der Tankstelle hoffentlich eine sehen. So. Ich habe meine Laterne. Die gebe ich nicht her. Sheriff Porter hat seine Laterne. Ja. Die gebe ich nicht her. Alle Beleuchtung, die ihr habt. Kann ich auf ja, Glück Feuerzeuger, würfeln, das ob ich irgendwo nicht. Eine Taschenlampe... Jetzt nicht mehr. Das haben wir schon, ja. Okay. Hoffen wir, dass die Tankstelle eine führt. Okay. Gut, dann machen wir uns auf den Weg. So, teilt ihr euch also auf. Sheriff Porter und Dr. Miller schlagen sich in die Büsche. Agent Hunter und Claire Thompson steigen in den Wagen. Bleiben wir gleich bei euch beiden. Ihr steigt also in den Wagen. Hier ist der Parkplatz. Ihr fahrt hier heraus. Und hier habt ihr die Möglichkeit, wohin fahrt ihr? Richtung Dunwich. Rechts. Das wäre dann hier. Genau. Gut, der Weg bis hier vorne dauert schon eine Weile. Also da fahrt ihr mindestens 10 Minuten.
Lilith hat gemeint, sogar länger. Die halbe Strecke Richtung der Kreuzung, Richtung Dunwich, soll hier irgendwo die Hütte liegen. Okay. Macht doch eine Probe Verborgenes erkennen. Es ist immer noch dunkel, es ist neblig. Geschafft. Okay. Juli. Du siehst hier. Sonnenaufgang 5 Uhr. Du siehst hier die Hütte. Hier ist der Punkt. Vom Auto aus. Okay. Okay. Fast bei der Kreuzung. Hanse. Ganz genau. Die Hütte. Lassen Sie uns kurz stehen bleiben, da mal einen Blick reinwerfen. Wie ist der Boden? Kann ich direkt dorthin fahren? Übers Stock und Stein? Bist du nicht sicher? Könnte funktionieren. Jetzt gehen wir das Stück. Ja, ich meine, ist es an der Straße oder ist es eher abgelegen? Nein, du musst schon abseits von der Straße. Okay, es ja. ist Wiese, es sind nicht wie Bäume, aber ob das... Gut, solange das Gelände nicht... Wir gehen das Stück, Gelände ich will nicht einen Platten riskieren. Ja. Gut. Dann steigen wir mal aus und gehen dahin. Steckt aus, geht hin. Halb unter den Bäumen verborgen liegt eine verfallene Hütte, die längst sich selbst überlassen wurde. Die Tür hängt schief in den Angeln, das Dach ist undicht... Und im Inneren seht ihr ein paar Holzmöbel vor sich hinrotten. Alles verstaubt? Gehst du wirklich hinein? Ja, so gesehen. Man kann ja, wenn du sagst, die Tür hängt schief drin, du musst die von heraußen erstmal schauen, ob nicht irgendein Obdachloser sich da breit gemacht hat. Das war die Beschreibung vorher, die ich vorgelesen habe. Das siehst du von außen. Okay. Für mehr musst du hinein. Nein, lass uns rein. Für mehr muss ich lass hinein. Ja. Gut, mit der Hand an der Waffe. Schau ich mir vorsichtig. Du stößt die Tür auf. Sicher. Rostige Scharniere quietschen und brechen dann aus den Angeln und die Tür fällt nach innen mit einem gewaltigen Wumms. Amerikanische Wertarbeit. Also hier wird sie nicht geschlafen haben, aber sehen wir uns um. Das erste, was euch auffällt, ist ein extrem starker und penetranter Moschusgeruch. Hier überall. Moschus? Ja. Moschus. Habe ich eine Ahnung, wo das in der Natur vorkommen kann? Ich habe selbst nicht wirklich eine Ahnung, muss ich ehrlich sagen. Daher Moschus ist aus Drüsen. Ochsen, ja. Ochsen, Afterdrüsen, sozusagen. Also es riecht nach Stall. Oder nach einem Parfum. Ja, manche Parfums finden das auch. Gibt es Spuren am Boden? Ist es geschlossen und somit liegt Staub? Ja, es ist geschlossen. Das Dach ist etwas undicht. Man sieht überall im Staub Rinnsale von Wasser und durch Neste morsche Bretter. Richtig Spuren? Mach eine Probe auf Spuren. So gerne doch. Machen wir es. Da. 10. Das ist ein extremer Erfolg. Echt? Auf dem ersten Blick siehst du nichts. Du wirkt für dich wie, naja, schon eine Hütte, die von dem einen oder anderen Obdachlosen besucht wurde. Es sind viele verschiedene Spuren, ziemlich alt, ziemlich viele Spuren übereinander. Du kannst dennoch etwas ausmachen und anscheinend dürfte das hier wirklich eine Art Stall gewesen sein, denn es sind Hufspuren. Wie groß etwa? Ungefähr, ja, das kann ich jetzt nicht genau beschreiben, ungefähr so groß. Also das heißt, normale Möbel stehen hier nicht drin, wie man sie in einer fairen Hütte oder nicht so mehr. Nicht okay. mehr, nur mehr morsches Zerfallenes. Fällt mir an der Größe irgendetwas auf? Würde das zu einer Kuh, zu einem Pferd oder was auch immer passen? Ich weiß es selbst nicht so genau, wie groß... Abdruck ist. Also ich weiß nicht, ob da so viel Unterschied ist eigentlich. Okay. Und ungefähr die Größe, die auch ein menschlicher Fuß hat. Okay. Das sind so beschlagene Abdrücke? Das ist so ein Hufeisen? Hufeisen? Nein. Also auf jeden Fall kann man mal kein Pferd, kein domestiziertes. Gibt es hier nur einen Eingang? Ja. Okay. Sieht es wirklich wie ein Stall aus? Nein. Also, ich denke, der Vorbesitzer hat deine Ziege als Haustier. Sind sie sich das an? Ich glaube, das ist ein wenig zu klein, war zu groß für eine Ziege. Du tust dir sehr schwer, da überhaupt was zu erkennen. Also, du siehst
diese Hufspuren nicht so wirklich. Du tust dir sehr schwer, die herauszusehen und weißt nicht so wirklich, worauf Agent Hunter da deutet. Aha. Gut, also ich denke mal nicht, dass mein Charakter jetzt diese Hufspuren so besonders begeistern, als dass ich da jetzt weiter nachforsche. Interessanter wären Schuhabdrücke, frische. Eben, ja. Irgendetwas in die Richtung? Nein. Menschliche Spuren? Keine Hinterlassenschaften, irgendwelche Gegenstände? Okay. Okay, sehr interessant. Fenstern gibt es? Es gab mal eines, jetzt ist es nur mehr der Rahmen. Also das Glas ist weg. Okay. Ausgebrochen. Ja, das. Hier wird es ja wohl nicht gewesen sein. Und selbst wenn, ja, jetzt ist es nicht. Das seien allerdings keine Spuren, naja. Aber Stroh oder so? Nein. Nichts. Nur ein leeres, morsches Holzgebäude ohne Fenster und jetzt ohne Tür. Ja. Moschus und Hufspuren. Mir scheint, hier waren Satyren zu Hause oder so etwas. Ja, wo auch immer sie hier Hufspuren erkennen wollen, ist mir ein wenig leierhaft, aber ja, ich gehe noch eine Runde um das Gebäude. Ja, aber nicht zu lange, ich möchte gerne weiterfahren. Nein, nur eine kleine Runde und dann können wir fahren. Okay, da ist eigentlich nichts. Okay. Hier ist nichts. Ja, nur gut. Überall, auch dort fällt dir dieser Moschusgeruch fährt in die Nase. Der ist überall ansonsten. Mhm. Aber den könnte man jetzt nicht in irgendeine Richtung verfolgen oder so. Nein, der ist mehr direkt an der Hütte. Okay. Okay. Aber wenn ich zurück bin, werde ich dann am Infopoint mal fragen, ob hier irgendwelche Bauern ihre Huftiere spazieren führen, weil allzu alt können diese Spuren nicht sein. Naja, ist was soll's. Ist es wichtig? Nein, nicht wirklich. Na dann fahren wir weiter zur Tankstelle. Mhm. Von der Straße aus. Ja. Kann man eine Richtung ausmachen, in der wir eventuell Tankstelle von Weitem an irgendein Plakat oder sowas sehen können? Es ist tatsächlich an der Straße ein Schild. Zwar hier, das in diese Richtung deutet. Mhm. Und ja, wenn ihr dieser Straße folgt, das ist auch wieder 10 Minuten, eine Viertelstunde Fahrt, dann seht ihr linke Hand, hier ist es eingezeichnet, ein altes Gebäude, auch schon mit ziemlichen Rostflecken an den Schildern. Es ist eine alte Tankstelle mit rostigen Zapfhähnen. Sie ist offenbar noch besetzt, denn die Tür des Shops steht offen und ein We Are Open-Schild hängt in den schmutzigen Fenstern. Sehr gut, ich denke, hier sind wir richtig. Ist sie angeschrieben? Wie lautet der Name? Moose Garage oder so? Hier steht keine. Okay. Kein Name. Na dann fahren wir mal. Wollen wir stehen und gehen wir rein. Okay, ihr geht rein. Wie gesagt, die Tür steht offen. Ihr seht einen sehr heruntergekommenen Verkaufsraum, schmutzige Fliesen, nicht weniger schmutzige Wände, eine Theke, ein paar Waren und ja, ihr seht euch um. Steht jemand hinter der Theke? Nein. Sind hier irgendwo Taschenlampen? Auf dem ersten Blick nicht, nein. Gibt da Klingel? Die gibt es, ja. Ha! Bing! Es dauert eine Weile. Dann geht eine Tür ganz hinten auf und ein älterer, dicklicher Mann mit Bart, längeren Haaren, überall mit Schmieröl verschmiert, trägt eine Schürze, wischt sich an der Schürze die Hände ab, kommt herein, sieht euch, oh, ist euer Wagen etwa liegen geblieben? Wenn ihr vorne bei der Hütte die Straße weiternehmt, kommt ihr nach Dunwich. Ich schätze mal, da wollt ihr hin. Nein, Sir, wir wollen genau hier hin. Wir hätten ein paar Fragen. Oh! Okay. Agent Eric Hunter vom FBI. FBI? Das ist ja ein unerwarteter Besuch. Ja, wie ist Ihr Name, Sir? Ich bin Smith. Ezekiah Smith. Mir gehört diese Tankstelle. Wir sind auf der Suche nach Karen Philman, war der Name? Mhm. Ja. Nie gehört. Die gestern hier durchgekommen sein soll. Sie ist vermisst und wir werden über alle Hinweise dankbar. Sie ist etwa so und so groß, trug eine auffällige rote Jacke. Junges Mädel, 17 Jahre alt. Oh, die mit diesem Mantel, ja. Ja, die war hier. Wann war sie hier? Es war gestern. So gegen 8.15 Uhr? Ich habe nicht genau auf die Uhr gesehen, aber es war morgen, ja. Ich habe gefragt, ob ihr auch etwas zu essen verkaufen. Ich hatte noch ein paar Sandwiches da, habe sie in den alten Korb gepackt, der hier seit Ewigkeiten rumsteht. Hm? Sie hat also einen Korb bei sich. Ja. Jetzt.
Was wollte sie sonst? Hat sie irgendwelche Fragen gestellt? Nein. Eventuell nach einer Route, nach einem Ziel, nach einem Dorf, das sie gesucht hat? Nein, sie hat mich gar nichts gefragt. Wirklich? Natürlich. Ich würde gerne auf Menschenkenntnis oder so würfeln. Psychologie wäre es. Psychologie. Ich glaube dir nicht. Ich meine, gut, meine Erfolgschance ist nicht so gut deine. Natürlich nicht geschafft. Mein Wert war nur bei 10, leider. Ja, du glaubst ihm was. Also sie ist hereinmarschiert, wollte was zu essen kaufen und ist dann wieder gegangen. Ja, genau. So hat es sich zugetragen. Passiert das öfter, dass irgendjemand hier zu Fuß unterwegs ist? Eigentlich sehr selten. Hin und wieder, wenn der Campingplatz vorne sehr voll ist, geschieht es, dass sich ein paar Menschen hierher verirren. Sehen sich die Gegend an, sie wissen schon. Hat sie eine Karte dabei? Nein. Sicher? Natürlich. Mr. Smith, haben Sie Taschenlampen im Angebot? Mach doch mal einen Glückswurf. Der will sie uns nicht geben. 65 war mein Glück, 86. Habe ich das Gefühl, er lügt? Ich habe Psychologie. Mach eine Psychologie-Probe. Vielleicht werfe ich hier sogar einen Blick zu. Schwieriger Erfolg. Ja, da ist mehr, der versteckt etwas. Ist sie zufällig noch hier? Was? Nein. Irgendwie, ich weiß nicht. Wollen Sie uns noch irgendetwas sagen? Wir sind vom FBI. Also, zu lügen wäre jetzt nicht gerade eine gute Idee. Ja, ich... Also... Naja, also sie ist nicht mehr hier. Sie hatte es ziemlich eilig. Sie wollte unbedingt die Straße dort vorn weiter. Hat sich nicht umstimmen lassen. Es war mir sehr klar, dass sie vom Campingplatz hergekommen ist. Ich habe den Weg auch erst erklärt, als sie mir sagte, ihre Mutter würde dort leben, in diesem Dorf. Wo denn? Gavalon. Gavalon? Und wo soll das sein? Das ist eine Stadt, die in dieser Richtung hier liegt. Wir lassen uns den Weg beschreiben. Ja, ihr fahrt einfach nur geradeaus. Das wird einige Stunden dauern. Und dann irgendwann, wenn ihr denkt, ihr seid mitten im Wald, gibt es links eine Abzweigung. Die nehmt ihr. Lassen Sie mich raten, dieses Dorf steht auch auf keiner Karte. Nein, ich denke nicht. Warum steht das auf keiner Karte? Ich weiß es nicht. Es ist vielleicht ein vergessener Ort. Es gab dort immer schon eine Siedlung. Das geht in die Kolonialzeiten zurück. Haben Sie eine Karte aus der Gegend, wo Sie diesen Ort für uns einzeichnen könnten? Ja. Warum zögern Sie? Nun, das Dorf ist kein Ort für ein Kind. Ich habe der jungen Dame das auch eingebläut. Ich habe gesagt, sie darf niemals den Weg verlassen. Und euch würde ich dasselbe raten, denn dort gibt es Bären. Bären. Logisch. Bären, richtig große, schwarze Braunbären. Und deshalb, also sie haben dem Mädchen, das zu Fuß unterwegs ist, die Beschreibung gegeben. Noch dazu was zum Essen. Vermutlich Wurstwaren. Nein, Sandwiches. Sandwiches. Ich denke, dass Bären auch sehr gerne Sandwiches essen. Und wollen uns jetzt noch verheimlichen, wo wir sie durchsuchen und sie vor Schlimmeren bewahren wollen. Wollen sie uns verheimlichen, dass sie dahin unterwegs ist? Nein, natürlich nicht. Er zieht eine Karte der Gegend heraus und zeichnet dort einen Ort ein. Das ist eigentlich für euch. Zeichnet einen Kreis mitten in den Wald. Hier, da gibt es eine Lichtung, umschlossen vom Wald. Das ist Gavalon. Gebt euch die Karte. Okay, da ist eindeutig mehr. Ich habe euch alles gesagt. Nein, das denke ich nicht. Verlasst bitte meinen Laden. Sie waren schon dort. Was ist das für ein Ort? Ja, eigentlich eine kleine glückliche Stadt, so wie
eine amerikanische Vorstadt. Nur halt bestehend aus lauter Bären? Nein, das nicht, aber ja, ich kenne ein paar Leute davon dort, da ich bin die einzige, ich habe eine Werkstatt bei meiner Tankstelle dabei und ich bin die einzige Adresse, die hier Wagen reparieren kann. Und einen Wagen braucht man hier in der Einöde, um irgendwo hinzukommen. Ja, das sehe ich schon, aber wenn Sie sagen, es ist ein ganz normaler kleiner Ort, wie man es in Amerika kennt, dann frage ich mich. Na, schon eine kleine Vorstadt. Ja, nur sind andere kleine Vorstädte sehr wohl in der Karte verzeichnet. Nun, dafür kann ich ja schwerlich etwas, nicht wahr? Ja, und wenn es so hier so viele Bären gibt, wie Sie sagen, warum hat uns das niemand beim Camping gesagt? Es gibt hier einen Campingplatz mit weiß ich nicht wie vielen Jugendlichen, die in ein paar Wochen vorbeikommen. Also wenn es hier so viele Bären gibt, wie Sie sagen, dann wüssten die Leute doch davon. Ja, dafür kann ich auch nichts. Ich weiß nicht, was man euch im Campingplatz sagt und was nicht. Claire, lassen Sie es doch gut sein. Das reicht fürs Erste. Nein. Tut mir leid, aber Karen ist da allein unterwegs und wenn da angeblich Bären sind, dann ist es nicht okay, dass sie einfach gehen haben lassen. Und ich habe sie nicht einfach gehen lassen. Und wenn es sie wirklich irgendetwas Miss, gibt... ich habe sie nicht gehen lassen. Ich habe gesagt, sie soll nicht gehen. Ich habe gesagt, sie soll umdrehen. Ja, aber Sie hätten doch irgendjemanden... Wenn Sie wissen... Ich kann sie nicht festhalten, verstehen haben Sie? Haben Sie beim Camping angerufen und gesagt, dass hier ein Mädel jetzt durch eine bärenverseuchte Gegend alleine marschiert? Wo Nein. Sie doch wissen, dass sie vom Campingplatz kommt? Nein. Nein, weil... Das ist eine gute Frage. Ich dachte, sie ist volljährig und alt genug, um selbst zu entscheiden, was sie tut. Also ich merke mir ihren Namen. Wischt sich etwas verlegen, die Hände immer weiter an der Schürze ab. Wenn es noch irgendetwas gibt, was Sie uns sagen können, nicht ob sie es uns sagen wollen, sondern ob Sie es uns sagen können, dann tun Sie es jetzt. Würde nichts mehr einfallen. Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß. Einschüchtern? Kann ich auf Einschüchtern werfen? Sie kennen den Hintergrund, wäre ziemlich hoch. Nein, Einschüchternwert ist ja niedrig, aber das heißt nicht, dass ich nicht irgendwie... Das heißt gar nichts. Okay, gut. Ich präge mir sein Gesicht ein. Okay. Ich dränge sie zum Gehen. Okay. Taschenlampen. Er hat keine, hat er gesagt, glaube ich. Ja, Ah, hören Sie, Mr. Smith. In der Werkstatt haben Sie doch sicher irgendeine Lichtquelle, um unter die Autos zu sehen. Ja, ich habe ein paar Taschenlampen dort. Wie viele? Ich habe nur zwei und eine davon ist schon sehr alt. Die steht nicht zum Verkauf. Das sind meine, die brauche ich auch. $50 für die neuere. Also. Was? Hier und jetzt. Ernsthaft? Na, da hole ich sie doch glatt. Er geht raus und... kommt dann mit so einer richtig großen, altmodischen Stabtaschenlampe zurück. So eine, mit der man auch jemanden so richtig eine überbraten könnte. Na bitte. $50. Dankeschön. Wenn Sie irgendetwas wissen, rufen Sie den Infopoint Campingplatz an. Natürlich. Wenn Ihnen noch irgendetwas einfallen. Natürlich. Welche Wette hat die Taschenlampe? kommen wir dazu, wenn er sie tatsächlich jemanden verprügeln kann. Nachdem wir jetzt dann in einer Gegend herummarschieren, in der es viele Bären gibt, haben Sie auch Messer zu verkaufen? Nein, ich führe keine Waffen. Hey Smith, für $50 kriege ich ja wohl noch Ersatzbatterien. Gut, okay. Er gibt dir Batterie. Sie haben doch hier jemanden vom FBI, der hat doch sicher eine Pistole dabei. Das ist besser als alles, was sich hingeben könnte. Da können Sie Gift aufnehmen. Außer den guten Rat, lassen Sie es einfach sein. Warum? Die Bären. Und ich muss jetzt weiterarbeiten. Und er geht hinaus in seine Werkstatt wieder. Bären. Was denn sonst? Was war das? Wenn was ich war denn Bären das? gebe, dann wüssten die im Campingplatz Bescheid. Was niemand, Sie? Niemand macht einen Campingplatz in einer Umgebung, wo es viele Bären gibt. Doch, natürlich. Nein, das sage ich nicht. Doch, natürlich. Waren Sie schon mal im Washington Nationalpark? Nein. Ich bin nie aus Cleveland rausgekommen. Ach, ich vergaß, Sie sind ein Stadtkind. Also ja, hier. Ja, Suburban, Cleveland. Suburban, okay. Na gut, Bären. Natürlich kann es die geben. Ich sage nicht, dass es keine Bären gibt, aber so wie ihr das jetzt. Was vermuten Sie denn? Ich habe keine Ahnung.
Dass ja, was sollte denn diese Show? Ich weiß auch nicht. Sie ist da alleine unterwegs. Ich verstehe, dass sie aufgebracht sind, aber... Und ich weiß, glauben Sie mir, ich arbeite schon so lange mit Menschen zusammen, ich weiß, wenn mich jemand anlügt. Gut, nun behalten wir es im Hinterkopf. Und ich mag es nicht, wenn mich jemand anlügt. Da brauchen Sie mir nichts erzählen. Gut, ich sage, fahren wir zurück zu den anderen. Mal sehen, was Sie rausgefunden haben. Mhm, macht Sinn. Sollen wir noch tanken? Wie voll ist der Tank? $50. Naja, man könnte halb voll ungefähr. Ja, voll tanken. Wird so schnell keine Tankstelle mehr geben. Und wann er herausschaut, wie wir tanken machen. Er sieht euch, aber er kommt nicht mehr in eure Richtung. Okay, passt, dann tanke ich ihn vorweg. Ja. Er macht keine Anstalt, euch aufzuhalten. $50, das sollte reichen. Dann fahrt ihr weg. Gut, fahren wir zurück. So, ihr beide betretet den Wald. Es ist ein sehr verwilderter, überwucherter Wald. Dr. Miller kennt den Weg, tritt zielsicher aus und ihr seht schon hier auf der Karte die Lichtung. Und auf dieser Lichtung seht ihr die Ausgrabungsstätte. Wie lange braucht man circa vom Campingplatz zur Lichtung? Das habe ich nicht genau definiert, Viertelstunde vielleicht. Okay. Also es ist nicht so nah beieinander, wie es hier auf der Karte scheint. Die Entfernungen sind schon etwas größer. Ja, du siehst im Morgendunst siehst du einige geöffnete Erdhügel, geöffnete Gräber. Du siehst einige Knochen, Reste alter Kleidung und so etwas wie Federn in und um die ausgehobenen Löcher. Porter, passen Sie auf, wo Sie hintreten. Ich möchte nicht, dass Sie mir irgendwas kaputt trampeln. Dr. Miller, ich bin Sheriff. Kein Trampeltier. Naja, das werden wir ja sehen. Also wie Sie sehen können, hier... Es scheint ein indianischer Friedhof zu sein. Ich habe hier bisher verschiedene Federn und Knochen und Stofffetzen gefunden. Deutet alles darauf hin, dass es aus dem 16., vielleicht auch 15. Jahrhundert stammt. Und nun ja, heute werde ich da hinten weitermachen. Ich vermute, dort geht es weiter und es sind noch mehr Gräber dort zu finden. Und naja, Sie sehen da drüben diese gruseligen Bäume und die Höhle. Und naja, ich mache mich an die Arbeit. Schauen Sie sich um, aber passen Sie auf. Was ist da mit dieser Höhle? Nun ja, ich bin mir nicht sicher. Ich habe sie noch nicht genauer untersucht. Ich bin mal ein paar Schritte reingegangen, aber wissen Sie, die ist mir nicht ganz geheuer und hier draußen gibt es genug Dinge, die man zunächst untersuchen kann. Aber bitte, schauen Sie sich gerne um. Hier gibt es sicherlich nichts, was Ihnen weiterhelfen kann. In welche Richtung ist Miss Filmen aufgebrochen, als sie gestern... Nun ja, hier quer über die Lichtung drüber und dann da drüben durch den Wald. Sie wollte zu irgendeiner Garage oder Tankstelle oder irgend so etwas, die Straße entlang. Okay. Also die Richtung, die eigentlich schon gesagt ganz genau. Oh, okay. Naja, dann... Ja, Dr. Miller, für was haben die Indianer diese Höhle gebraucht? Ja, bin leider keine Expertin für derartige Kohlstätten. Man müsste das genauer untersuchen, dann könnte man vielleicht etwas darüber herausfinden, aber wie Sie sehen, ist alles noch frisch. Ich habe gerade erst angefangen. Ich bin seit 3 Tagen hier und habe mich erstmal diesen Gräbern gewidmet. Mach mal eine Probe Verborgenes erkennen. Erfolg. Schwerer Erfolg. Wirklich? Erste Probe. Dein Blick schweift über die Bäume, durch den Dunst und Nebel. Du siehst diese kleine Höhlenöffnung, diesen kleinen Eingang. Das alles ist am hinteren Ende der Lichtung und du siehst, dass die Bäume rings um der Höhle Gesichter haben, in Menschenhöhe. Ihre Äste erinnern an verwachsene Hände und ihre verstörenden Grimassen blicken alle zum Eingang der Höhle. Wie viele Bäume sind das? Circa 10, am Anfang 15 oder? 5, 6 und je mehr du schaust, desto mehr werden sie. Machst dann schon etwa 2 Dutzend davon aus. Einige versteckt, einige sehr offensichtlich, einige mehr verwachsen und einige fast unberührt. Die wirken beinahe, als hätte man... Nicht weiter geschnitzt, oder? Nein, man hat sie schon fertig geschnitzt. Sie wirken fast wie menschengroße Skulpturen, nur
ist diese Skulptur dann weitergewachsen. Aus der sind überall weiter Äste herausgewachsen und so. Also so, als hätte man das aus einem vor langer Zeit aus dem lebenden Baum geschnitzt. Und der ist dann einfach größer geworden. Daher ist das Ganze nicht mehr so detailliert, aber noch in der Form zu erkennen. Sind das indianische Gesichter oder sind das so kaukasische? Haben die die indianischen Züge? Ja. Oder? Okay. Es sind indianische Gesichter. Okay, okay. Und sind sie so richtig realistisch geschnitzt oder sind sie schon überzeichnet, so wie diese Totems? Nein, sie wirken sehr realistisch auf dich, allerdings durch das Wachstum sehr verzerrt. Okay. Du erkennst den Ansatz von Haaren, du glaubst in den Haaren kleine Hörner zu erkennen und einen, naja, so einen nackten menschlichen Torso. Und weiter unten ist es dir dann so, als wären die Beine und so, als wäre da so ein Fell herausgeschnitzt. Okay. Wenn ich viel Fantasie habe, wenn ich viel Fantasie hätte, ich bin nur ein einfältiger kleiner Sheriff, könnte es sein, dass es so aussieht, als würde man dort irgendjemanden in einem Baum sperren, dass man irgendwelche Geister oder so in einen Baum gesperrt hat und die versuchen aus dem Baum zu brechen? Nein, es sind... Nein. Okay, könnte sein, sonst hätte ich die... Hätte ich meinen Waldbrand gemacht. Ich glaube, du hast zu viel Grabesluft geschnuppert. Ja, das... Hey, ich muss jetzt schon... Es ist schon ein bisschen gruselig hier. Ich meine, es ist eine Indianergrabstätte. Ja. Es ist ja Friedhof der Kuscheltiere hier. Es dürften Totenschnitzereien von irgendeiner bizarren Mischung aus Mensch und Ziege. So wirkt das. Und die schauen alle auf diese Höhle? Ja, alle. Ja, dann gehe ich mit geschwellter Brust genau in diese Höhle hinein. Zuerst sage ich Frau Miller, dass ich diese Höhle mal ansehe. Und es ist natürlich eine Regel auch bei Bergbauerleute, dass sie immer sagen, so, ja, wenn wir nicht zurückkommen in einer bestimmten Zeit, dann holen sie Hilfe. Weil man kann sich ja ausrutschen und sich ein Bein brechen, dann kommt man nicht mehr raus. Halbe Stunde, ansonsten holen sie Hilfe. Dr. Miller kommt also nicht mit? Moment. Sie ist Kryptologin und nicht irgendeine Höhlenforscherin. Sheriff, Sie gehen nicht in diese Höhle. Sie trampeln mir da alles kaputt. Das ist mein Ausgrabungsstätte. Ich verbiete Ihnen, in diese Höhle zu gehen. Ich bin ein Mann des Gesetzes. Ich weiß, wie man Spuren sichert. Sie haben keine Ahnung von Archäologie. Sie haben vielleicht Ahnung von Spurensicherung. Aber wissen Sie, wie man hier Knochen identifiziert? Wie man erkennt, wo etwas sein könnte? Ich verspreche Ihnen, ich werde nichts berühren. Ich komme mit, ich lasse Sie da nicht alleine reingehen. Ja, aber dann weiß ja niemand, dass wir hineingehen. Nun ja, Sie entscheiden ja hier offensichtlich, was wir tun, aber wenn Sie in diese Höhle reingehen, werde ich mitkommen. Haben Sie ein Seil? Nein, warum sollte ich ein Seil haben? Ich habe hier meinen Meißel und meine Pinsel und eine Taschenlampe und ja. Na gut, die Taschenlampe wird reichen. Ich habe meine Laterne. Sehen Sie Ihre Taschenlampe? Ja. Ja, wir schauen nur ganz kurz hinein. Wir werden da jetzt nicht groß eine Expedition da machen. Wir sind da komplett nicht ausgerüstet. Ihr zückt Laterne und Taschenlampe und geht in die Höhle. Hier ist es nochmal Zeit für eine kurze Pause. Wir sind gleich wieder für euch da mit der Untersuchung der Höhle. Bis gleich. Wo es spannend wird.